Ich begrüße heute Folge Mario Kart 8 Deluxe Offline. Heute war meine Knochenmühle, die ich gerade freigeschaltet habe. Mit, ja, keine Ahnung, den Reifen und dem Blumenkleid. Also, komm, das passt zu Bayo-Sanina hier. Und wir spielen den Panzer Cup. Und ja, mal wieder ein Offline-Part hier. In den nächsten Tagen werden ein paar relativ coole Online-Parts online gehen. Und zwar mit dem guten Benny auf seinem und meinen Kanal. Er hat jetzt ja auch eine Switch und deswegen haben wir uns gedacht, ja, nehmen wir ein paar Parts auf. Nachdem ich jetzt ein paar kleinere PC-Probleme hatte, aber darüber will ich nicht reden, machen wir jetzt hier, ja, weiter. Und wie gesagt, in den nächsten paar Tagen kommen da ein paar ganz coole Online-Parts mit Benny. Ich hoffe, ihr schaut da mal rein. Die ist echt ganz nett und ich bin gespannt, wie sich das Ding hier fährt. Ich bin noch niemals gefahren, glaube ich. Ich habe immer nur mein, wow, ich bin dumm, mein Standard, mit dem ich eigentlich fahre. Die anderen Fahrzeugteile sind eigentlich vollkommen egal. Wow, ich spiele richtig gut hier. Ich habe zwar gerade mit Benny online, wie gesagt, ein bisschen gespielt und da war ich auch immer relativ gut, aber jetzt gerade schau mein Skill weg oder so. Es ist auch relativ spät am Abend heute eigentlich schon. Ich weiß nicht, warum ich das hier noch aufnehme, aber ich hatte spontan Lust dazu. Jetzt hier noch ein Part MK8 Deluxe aufzunehmen. Und wie gesagt, die Offline-Parts müssen wir auch irgendwann mal fertig kriegen. Deswegen, boah, die Offline-Cups. Deswegen machen wir es jetzt hier. Wir haben auch nur noch 150 vor, was wir fertig machen müssen. Spiegel, oh mein Gott, Hilfe. Und 200, dann haben wir die ganzen Offline-Dinger geschafft. Natürlich eine indirekte 3 kleine Challenge, aber wow. Ja, wenn ich schaffen sollte, ist auch nicht schlimm, aber ich will halt schon ganz gerne mal die 3 Sterne haben. Aber naja, da klebt mir irgendwer ganz dicht an den Fersen. Baby Daisy. Auch irgendeine Babyfrau da. Baby Rosalina, ein richtig unnötiger Charakter, wie ich finde, weil der wurde halt extra, ich glaube, für Mario Kart 8 sogar eingeführt, oder? Ich meine, in den Mario Galaxy Spielen kennt man Rosalina nur als wundervolle, prächtige Frau. Und nicht als Baby. Und ja, deswegen keine Ahnung, warum sie überhaupt eingeführt wurde. Weil man noch mehr unnötige Charaktere braucht oder was. Ich meine, wenn man mal durch das Character Roster vom MK8 schaut, sind da irgendwie gefühlt 1000% davon unnötig. Ich meine, die ganzen Babys, okay, Baby Mario, Luigi und so ist doch okay. Die gab es auch im MK-Wii schon und so, ist noch okay. Aber hier haben wir schon ein paar dabei, Rosa Gold Peach zum Beispiel. Ist, meh, irgendwie. Dann die ganzen Koopalinge, die hätte man meiner Meinung nach als einen Charakter machen können, der halt verschiedene Skins hat. Meinetwegen wie Yoshi, der verschiedene Farben hat, oder Shy Guy, der verschiedene, auch Farben hat, oder jetzt Link, der einmal Breath of the Wild und den normalen Link hat quasi. Und das hätte man auch so machen sollen mit den Koopalingen, finde ich. Das ist von meinetwegen... Wie in Smash Bros. Zum Beispiel, die als Skin von Bowser Jr. macht oder so, keine Ahnung. Da hätte man voll viel Plätze gespart und hätte vielleicht sinnvollere und, ja, gefragtere Charaktere reinnehmen können. Ich bin, apropos Charaktere, ich bin mal gespannt, was Nintendo so vielleicht noch neue Charaktere bringt, weil es gab ja jetzt das Update mit Link, dem Breath of the Wild Link. Vielleicht kommen wir jetzt in Zukunft noch ein paar Updates. Ich bin gespannt. Ich hoffe es. Übrigens, wo wir jetzt schon mal den Mario Kart Party haben. Ich hoffe, ich schaffe es noch, den welcher haben wir heute? Am Montag oder Sonntag hochzuladen. Sonntagabend. Ich hoffe, ich schaffe das noch, den morgen hochzuladen, also am Montag. Und da will ich mal was ankündigen hier. Und zwar 17 Uhr, Leute. 17 Uhr. Wird etwas Kleines, Feines passieren auf meinem Kanal. Ich habe ja, wow, schon mal ein MK8, das wollte ich übrigens noch nicht wegwerfen, aber egal. Ich habe ja schon mal ein MK8 angekündigt, im letzten Part, dass demnächst 3DS-Zeug auf meinen Kanal kommen wird. Und die Capture Card, die kommt am Montag an. Ist auch eine witzige Geschichte, eigentlich hätte ich schon locker am Freitag ankommen können, wenn man so guckt, wie die Entfernung von hier und dort ist von der, die geliefert wird. Aber keine Ahnung, UPS hat irgendwie nur 100 Meter geführt am Tag zugelegt oder so, keine Ahnung.
Deswegen, ich verstehe es nicht. Warum wird die nicht einfach möglichst schnell geliefert? Ich verstehe es nicht. Warum ist das? Die ist am Tag vielleicht, keine Ahnung, eine Stunde weitergekommen. Es ist 5 Stunden von hier entfernt. Und klar, die UPS-Fahrer haben wahrscheinlich, wie alle LKW-Fahrer, Lenkzeiten, die sie einhalten müssen. Und die müssen auch, noch andere Pakete abholen wahrscheinlich und sowas in der Richtung. Aber trotzdem, ich verstehe es nicht, warum man das Paket nicht einfach schnell liefern kann, wenn es eh in der Nähe quasi ist. Vor allem am ersten Tag ging das einfach schon 4 Stunden weiter. Dann ab da hat es kaum mehr bewegt irgendwie. Am Wochenende liefern die eh nicht aus, also Samstag und Sonntag. Deswegen kommt es auch am Montag, weil ansonsten hätte es locker am Samstag schon kommen können, wie gesagt, oder Freitag eben. Aber die haben sich halt relativ viel Zeit gelassen, scheinbar. Aber naja, Montag gegen 17 Uhr möchte ich gerne meine Capture Card, wenn ich da bis dahin schon alles fertig habe, einweihen. Also wenn ich da schon alles installiert habe, was weiß ich, getestet habe, ob es alles funktioniert. Und zwar würde es da ein kleiner, feiner Stream geben. Und wenn die bis dahin überhaupt schon angekommen ist, weil da stand da, dass die bis Ende des Arbeitstags ankommt. Das heißt, vielleicht kommt die auch erst abends 18 Uhr oder so. Deswegen, ich will noch nichts versprechen, aber wenn sie ankommt, würde es da 17 Uhr einen kleinen, feinen Stream geben. Ich will erst ein bisschen Mario 3D Land spielen, weil das, denke ich mal, ein ganz cooles 3DS-Spiel ist, um einzusteigen in die Streams. Und danach, gegen 19 Uhr oder so, ungefähr 19 Uhr, wird es ein paar MK7-Runden geben. Nicht MK8, sondern MK7, weil es ist ja ein schönes 3DS-Spiel. Und das werde ich zusammen mit dem Benny machen. Der wird da mitkommentieren, mitspielen und so. Und ja, der Mario Kart Mensch schlechthin quasi. Wie gesagt, da kommen auf seinem und meinem Kanal in den nächsten paar Tagen ein paar schöne Parts. Könnt ihr gerne vorbeischauen. Und ja, das wollte ich mal kurz ankündigen jetzt schon mal, wo ich ja die Gelegenheit habe. Mario Kart kommt gut an, meistens. Und deswegen macht es da schon Sinn, hier über sowas zu reden. Auch wenn die Online-Parts wahrscheinlich noch ein bisschen besser ankommen würden, aber ist mir jetzt auch egal, ganz ehrlich. Ich mache das jetzt einfach hier, weil ich habe gerade schon spontan zu geredet und so. Deswegen, schaut gerne vorbei, wie gesagt. Und dann wird es in Zukunft vor allem 3DS-Streams wahrscheinlich erstmal geben. Weil wie gesagt, Projekte ist momentan noch alles ein bisschen überfüllt auf dem Kanal. Und deswegen, will ich da noch kein neues LP starten, weil wir eh schon 500 Projekte geführt haben. Aber wenn dann ein bisschen was beendet wurde, zum Beispiel Octopath Traveler, würde ich danach Bravely Default anfangen, weil das ist vom gleichen Entwicklerstudio. Ist vom Spielprinzip her ähnlich, ist auch ein JRPG logischerweise. Und deswegen denke ich mal, passt das da ganz gut rein. Als Nachfolger-LP. Was liegen hier über für Pilze rum? Hi. Das ist ziemlich cool gerade. Und all sowas. Wir haben einiges vor auf jeden Fall. Mit der Capture Card. Und dann, wenn Pokémon Soul Silver als Stream-LP vorbei ist, will ich auch noch ein paar andere Pokémon-Spiele streamen. Zum Beispiel Alpha Saphir von 3DS. Was eines meiner liebsten Pokémon-Spiele ist. Und da kommt einiges auf euch zu, Leute. Da kommt einiges auf euch zu. Ich bin schon echt gespannt, was wir so alles hinkriegen auf dem Kanal hier. Aber ja, ich hoffe, ihr freut euch auf die kommende Zeit und auf die kommenden LPs. Und vor allem auf die kommenden Streams. Und Toads Autobahn ist das letzte Stück hier. Oh Junge, mal gucken, ob ich die irgendwie gut hinkriege. Ich hoffe es zumindest. Ich habe gestern, für euch vorgestern, für mich gestern, den 400 Abonnenten Stream gehabt. Da haben wir auch ein bisschen Mario Kart 64 zeitweise gespielt. Ach ja, in dem Spiel ist die Strecke noch ein richtiger Graus. Hier ist sie voll okay, finde ich, weil hat ja kaum die Autos den Weg blockieren. Und in MK64 fahren die halt viel enger und so. Und blockieren da einem, wow, schon den Weg. Wow, das war gut. Aber hier, wow, dankeschön. Hier wird man also so ziemlich gar nicht von denen getroffen, sag ich mal. Weil die halt schon, ja. Was passiert denn hier? Weil die halt schon sehr weit auseinanderfahren. Hier ist einfach mal eine lange Strecke, wo gar kein Auto ist und so. Deswegen ist die auch hier deutlich einfacher als ein MK64.
und so auch machbarer. So, ich hebe mal die Hupe mal schön auf hier, falls gleich was kommt. Nennt sich blauer Panzer oder auch ein roter Panzer meinetwegen oder so. Ich habe eh nur eine Münze als zweites Item jetzt bekommen. Bringt mir schlecht was. Jetzt hab ich eh voll deswegen. Ach ja. Ist aber so, manchmal so eigentlich, vor allem jetzt hier in MK8 eine relativ coole Strecke. In MK64 war es halt noch relativ unausgreifbar. Die erste Strecke, wo richtige Autos mit rumgefahren sind. Deswegen war die halt noch. Der Blitz hätte eigentlich vor der Hupe kommen müssen, dass ich den blauen Panzer nicht abwehren kann. Aber egal. Also vor dem Einsatz der Hupe meinte ich. In MK64 war das halt die erste Strecke, wo richtige Autos mitgefahren sind. Deswegen kannten die Entwickler das ganze Prinzip noch nicht genau, wussten nicht, wie sie es umsetzen sollen. Die Strecke war halt relativ langweilig, aber hier ist sie halt viel schöner gemacht und so. Aber ja. MK64 war für immer einen sehr speziellen Platz mein Herz gehalten, muss ich sagen. Und so auch irgendwo die Strecke. Im Spiegel war die damals MK64 ein Graus. Hier, keine Ahnung. Ich bin eigentlich Spiegel in MK8 so ziemlich gar nicht gefahren. Ich habe, glaube ich, auf der Wii U auch, das wollte ich nicht wegwerfen, so dumm. Ich habe, glaube ich, in der Wii U nicht mal die Pokale im Spiegelmodus gehabt. Im 200 HTM-Modus erst recht nicht, aber egal. Das wollen wir alles in dem AP nachholen. Und gut. Dann haben wir jetzt auch hier schön die 60 Sterne uns, 60 Sterne, genau, 60 Punkte geholt und damit auch die 3 Sterne, hoffe ich zumindest. Und damit wird es dann wahrscheinlich auch im nächsten Part weitergehen. Mit weiteren Strecken, oder, nee, der nächste Part ist online, wie gesagt, der nächste Part ist online mit dem guten Benny, wie gesagt. Und dann der übernächste Part wahrscheinlich auch, ich weiß nicht, noch nicht genau, ob ich das aufteile, vielleicht nehme ich jetzt gleich noch irgendwas auf oder so, egal. Bis dann und ciao. Ja, das ist schön, das ist schön. Bis dann und ciao. Euer Vivro. Tschüss.